Die Hochwassersituation in einigen Gebieten Niedersachsens spitzt sich weiter zu. In Verdeneisel stiegen die Wasserstände so dramatisch an, dass der Stadtteil derzeit von den Wassermassen eingeschlossen und damit eine Insel ist. Um die betroffenen Anwohner zu versorgen, haben die Feuerwehr und das THW eine Bootsfähre eingerichtet. Mit dieser können die Bewohner von Eisel einmal pro Stunde das Gebiet verlassen, um Einkäufe zu erledigen oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Es ist aktuell nicht mehr wirklich möglich, die Ortschaft Eisel hier mit Fahrzeugen zu befahren. Nur noch wenige vollgeländefähige Fahrzeuge können hier zu der Ortschaft vordringen. Deshalb wurde hier zur Stadt Verden direkt ein Bootsverkehr eingerichtet, sodass die Bürgerinnen und Bürger hier weiterhin zur Außenwelt nächstes Mal angeboten sind. Zudem sind einige Häuser unterspült und drohen von den Wassermassen mitgerissen zu werden. Bei Verdeneisel mündet die Aller in die Weser. Diese kann das Wasser nicht mehr aufnehmen, sodass die Pegelstände enorm schnell ansteigen. Die Pegel von Aller und Weser werden voraussichtlich am Wochenende ihren Höchststand erreichen. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis die Wassermassen wieder abgeflossen sind. Bis dahin müssen die Bewohner ihre Häuser weiterhin mit Sandsäcken vor den Fluten schützen.